Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Helden da draußen. Du bist der Held in deiner Welt, Coaching Podcast, wieder mit mir, Uwe Pettenberg. 20 Jahre Coaching Know-how jetzt wieder für deine Ohren. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute wieder mit einem Podcast Quickie zum Thema Symptome, diesmal Kopfschmerz und Migräne. Und wer starken Kopfschmerz und Migräne schon mal gehabt hat, der weiß, wie hart es ist und wie man sozusagen wirklich außer Gefecht gesetzt wird. Damit es dir besser geht, möchte ich dir neue Blickwinkel mit diesem Podcast verschaffen und ich bitte dich gleich, dir etwas zu schreiben zu holen, denn später am Ende des Podcastes, dieses wirklich kurzen Podcasts, kommen einige Fragen, die wichtig sind, um hier deinem Symptom näher zu kommen und es vor allen Dingen für dich mehr zu lösen, damit du in eine Gesundheitserfahrung kommst, die ich dir von Herzen wünsche. Wenn du nicht weiterkommst, gleich vorab das Angebot auf meiner Homepage pettenberg.de kannst du jederzeit einen 20-Minuten-Termin mit mir vereinbaren und dann können wir ganz speziell, ganz individuell über dein Anliegen zum Thema Kopfschmerz, Migräne oder auch alles andere sprechen. Ich nehme gerne Zeit für dich, auch wenn du nicht gleich etwas buchst. Ich bin herzlich gern für dich da. Das mache ich sehr erfolgreich seit knapp 20 Jahren und ich freue mich darüber, wenn wir Kontakt halten. Aber jetzt tauch erstmal ein in diesen Podcast zum Thema Kopfschmerz und Migräne und eben neue Blickwinkel genau zu diesem Thema. Alles Liebe für dich und vor allen Dingen Gesundheit. Ja, herzlich willkommen zu dem Thema Kopfschmerz und Migräne und ich freue mich von Herzen, dass du dich mit dem Thema, mit dem Symptom auseinandersetzen möchtest und dass du dich und deinen Körper damit sehr, sehr ernst nimmst. Und ich brauche jetzt ein bisschen Einsatz von dir, denn ich möchte dir sozusagen die Zeit schenken, die Zeit für uns beide, um das Symptom Kopfschmerz und Migräne etwas mehr zu beleuchten. Und es gibt tatsächlich Möglichkeiten, ohne Medikamente auszukommen. Und das setzt einen neuen Betrachtungswinkel voraus, der eher sozusagen energetisch ist. Und das möchte ich mit dir jetzt in diesem Podcast oder Video, je nachdem, wo du mich jetzt siehst und hörst, einfach erleben. Dazu ein paar Punkte zu mir. Mein Name ist Uwe Pettenberg. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie und ausgezeichneter, komme ich gleich ins Stottern, bei all der Ehre, ausgezeichneter Life-Coach vom Focus Nachrichtenmagazin, also einer der 500 besten Coaches in Deutschland. Und die Erfahrungen, die ich dir jetzt gleich schildern werde, die stammen eigentlich gar nicht von mir, sondern von meinen Teilnehmern. Denn es gibt einen Kurs, einen Viertageskurs, du bist der Held in deiner Welt. Und nach den ersten Kursen vor 18 Jahren haben mir bereits die ersten Teilnehmer berichtet, dass bestimmte Symptome plötzlich anders sind. Das heißt, oder nicht anders sind, was rede ich denn, dass sie gar nicht mehr da sind. Und da gibt es viele Symptome, Schilddrüse, natürlich auch Migräne, Diabetes, Blasenschwäche, Prostata und all da die Themen umrum, 20, 30, 40 Symptome, die mir danach berichtet worden sind, also nach dem Kurs und die wie durch ein, in Anführungszeichen, Wunder, so glauben die Ärzte, plötzlich verändert sind oder gar ganz weg sind. Und diese Erfahrungswerte habe ich genutzt. Ich habe die Menschen sozusagen einfach mal analysiert, die sich zum Beispiel von dem Thema Schilddrüsen über- und Unterfunktion befreien konnten oder zum Thema Migräne. Und da hat sich eindeutig immer wieder ein gleiches Bild gezeigt und von dem möchte ich dir heute berichten. Das ist eine neue Betrachtungsweise hin zu einem anderen Heilungsansatz, den ich dir mitgeben möchte. Und das heißt nicht, dass Medizinisches ausgeschlossen ist. Ich möchte bewusst sagen, ich bin kein Arzt und das muss auch jetzt gar nicht sein, sondern ich bin ja nur Heilpraktiker, der einfach energetische Erfahrungen gemacht hat. Und alles, das basiert sozusagen meine Lebensphilosophie, meine Lebenseinstellung, alles ist Energie. Wenn ich von Energie spreche, dann ist es allein schon die Tatsache, wenn du mit der Sonne in Kontakt kommst, mit dieser Wärme, die möglicherweise sogar beim Sonnenbaden deine Haut irritiert, dann ist das Energie.
wenn du dich nachts an den gleichen Strand, wenn man beim Strand mal bleibt, legen würdest, dann wird es möglicherweise sehr kühl, der Mond scheint und du holst dir keinen Sonnenbrand. Das allein ist ja schon Energie. Und so sind auch Menschen im Miteinander Energie. Du kennst Menschen, die dir wahnsinnig gut tun, und es gibt Menschen in deinem Umfeld, die dir so richtig ordentlich auf den Zeiger gehen. Und dann ist genau das auch Energie. Das ist jetzt keine Schuldfrage, was möglicherweise aus dem Mund herauskommt und was der ein oder andere sagt, sondern es ist eine Energiesache. Du merkst oft schon, wenn dir Menschen zu nahe kommen, dass es dir zu viel ist oder dass du dir beim anderen Menschen wünschst, dass er dir viel näher kommt. All das ist entsprechenderweise Energie. Und so entstehen wir überhaupt erst im Miteinander. Das Ich entsteht im Du. Wir können uns nur durch den anderen erkennen. Du kannst den anderen erkennen und erkennst damit dich. Und all das ist etwas Wunderschönes. Wir sind, wie gesagt, energetische Wesen. Und all das kann uns aber auch zu Konflikten bringen. Und der Körper trägt in der Regel genau das dann aus. Und jetzt sind wir bei dem Punkt Migräne und Kopfschmerz. Die Idee dahinter ist, meiner Erfahrung nach, all die Menschen, die ich erlebt habe, dass es natürlich mit dem Kopf zu tun hat. Und was wollen wir denn mit dem Kopf in der Regel machen? Als Kind wurde uns das schon ausgetrieben. Wir wollen mit dem Kopf durch die Wand. Und ich hatte bereits als junger Mann, ich habe mich ja 1986 schon selbstständig gemacht, mit meiner Werbeagentur, war damals 15 Jahre lang sehr, sehr erfolgreich. Und ich hatte einen Kunden und eine Kundin, ein Geschäftsführer, Ehepaar eines Lampenherstellers. Und die Frau davon hatte immer Migräne. Und das war wirklich für mich damals natürlich noch kein Heilpraktiker, ganz schlimm anzusehen, wenn diese Dame mit ihren Migräneanfällen dann nach 2, 3 Tagen wieder im Büro auftauchte, dann war sie wirklich strapaziert, angestrengt. Und jeder, wenn du Migräne hast, jeder, der Migräne hat, kennt das Thema, was da passiert im Kopf, dass sich alles zusammenzieht. Und man möchte sich eigentlich nur noch zurückziehen. Oder noch krasser, man kann sich eigentlich nur noch zurückziehen und möchte seine Ruhe haben. Und das allein ist ja schon ein Punkt, der zeigt, was da abläuft. Es wird dir zu viel und du musst dich zurückziehen mit dem Kopfschmerz. Du musst in Ruhe und Frieden und du kannst nichts weitermachen. Du kannst auch nichts mehr aufnehmen, du kannst nichts mehr richtig sehen. Alles Hören ist so leider zu, dass sogar das Riechen ist dir zu anstrengend. Das heißt, du kannst auch deine Umwelt, deine Mitmenschen, deine Idee um dich herum gar nicht mehr riechen. Und jetzt sind wir schon bei den Fragen. Jetzt wird es schon konkreter, energetisch. Frag dich doch mal, wenn du Migräne oder Kopfschmerzen hast, wen oder was oder welche Idee in deinem Leben kannst du nicht mehr riechen? Was kannst du möglicherweise schon nicht mehr sehen? Wo möchtest du nicht hinschauen oder wo musst du hinschauen und möchtest aber nicht hinschauen? Also was sind das für Ideen? Vielleicht musst du eine Arbeit machen, in einer Partnerschaft leben, wo du schon längst nicht mehr zuschauen möchtest. Und was kannst du auch nicht mehr hören? Also was kannst du nicht hören, nicht sehen, nicht mehr riechen? Das ist ja sozusagen ein Angriff auf dein Wesen. Wenn du all das nicht mehr riechen, nicht mehr hören, nicht mehr sehen kannst, dann spricht es ja ganz schön viel für diesen Rückzug. Überprüf bitte für dich mal, was da dein Thema dahinter ist. Wir werden das gleich noch etwas vertiefen. Ein weiteres Thema, was gerade den Kopfschmerz auch betrifft, ist natürlich auch das Thema, was ich eingangs schon sagte, mit dem Kopf durch die Wand. Und das ist etwas, was uns als Kindern ja schon verboten worden ist, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und wie schlimm ist es denn, wenn wir etwas erreichen wollen? Wir wollen mit dem Kopf durch die Wand und können genau das nicht. Das wird uns versagt. Und mal ganz ehrlich, wer Kinder hat, ich habe 2 Jungs, natürlich will jedes Kind seinen Willen durchsetzen. Natürlich will jedes Kind mit dem Kopf durch die Wand. Und jetzt kommt es zur Sozialisierung. Je nachdem, wie die Eltern damit umgegangen sind, wie sie dem Kind, wie sie dir als kleines Kind diese Idee, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, ausgetrieben haben, genauso gehst du heute im Leben damit um.
Und wenn du damals dann verzichtet hast zugunsten eines anderen, wenn du dich zurückgenommen hast, wenn du Harmonie gestiftet hast, weil du gedacht hast, du bist nicht in Ordnung, wenn du Harmonie suchen warst, wenn du auf der Flucht warst, wenn du erstarrt bist, all das sind Funktionalitäten, die dich dann heute ausmachen und die ein Stück weit dann auch zur Migräne und zum Kopfschmerz führen. Denn das bist ja nicht du, sondern da drückt sich deinem Körper ja was aus. Was will ich sagen? Wenn du heute auch noch glaubst, du darfst nicht deinen Willen durchsetzen, du darfst nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, du darfst etwas Essentielles nicht für dich in Anspruch nehmen, dann macht sich dein Körper bemerkbar mit Kopfschmerzen und mit Migräne. Und das Migräne-Thema ist ja hauptsächlich weiblich, nur wenige Männer haben Migräne. Und da ist auch die große Frage, was darfst du als weibliches Wesen nicht leben? Und ich mache mal einfach ein Beispiel, das ich mal erlebt habe. Wenn der Mann kein Kind, der Partner kein Kind haben möchte oder kein weiteres Kind, dann kann das zu so etwas führen, dass du sagst, Mensch, ich möchte eigentlich weitermachen, ich möchte der Evolution dienen, ich möchte damit meinen Kopf durchsetzen, mit dem Kopf durch die Wand. Und genau das kann dich zu solchen Ausprägungen des Kopfschmerzes und der Migräne führen. Überprüf bitte mal, wer sowas in deiner Familie auch schon hat. Wer leidet auch schon unter Migräne und Kopfschmerzen und wem geht es vielleicht genauso? Vielleicht dürfte dieser Mensch, möglicherweise weiblich bei Migräne, die Mutter oder die Großmutter, auch ihr Leben so nicht leben. Und du, wenn du als Frau zusiehst oder zuhörst, hast vielleicht das gleiche Thema, dass du deiner Mutter treu bist und genau das auch nicht zulässt. Also, geh mal mit einer neuen Frage ran, wenn du diesen Kopfschmerz, diese Migräne nicht in deinem Leben hättest, wem würdest du dann untreu werden? Wem würdest du auf die Füße steigen? Schreib dir die Frage auf. Wem wirst du untreu, wenn du dein Symptom, deinen Kopfschmerz, deine Migräne nicht mehr hast? Was müsstest du, das ist eine weitere Frage, was müsstest du tun, was müsstest du im Leben arrangieren, für was müsstest du möglicherweise Verantwortung übernehmen, wenn du diesen Kopfschmerz, diese Migräne nicht hast? Denn alles, was wir haben, alles, was der Körper ausdrückt, ist ja eine Widerstandsidee. Das heißt, da ist ja etwas da, gegen das wir uns stellen. Und wenn das nicht wäre, dann müssen wir etwas anderes tun. Also entweder im unglücklichsten Fall suchen wir uns ein neues Symptom oder wir müssten irgendetwas Körperliches, Geistiges ausdrücken. Wir müssten für irgendwas für etwas Verantwortung übernehmen. Wir müssten irgendwas tun, was wir vielleicht gar nicht wollen. Und dann sind wir wieder bei dem Kopfschmerz. Wir müssen sozusagen nicht unser Ding oder wir dürfen nicht unser Ding durchziehen, sondern wir müssen etwas machen, was andere von uns verlangen und das verursacht möglicherweise diesen Kopfschmerz oder die Migräne. Also, welche Strategie ist dahinter? Was ist sozusagen das Thema? Und ich hoffe, ich habe dir jetzt so die ersten Anregungen gegeben dazu, die ersten Impulse, wie du neu über das Thema nachdenken kannst. Also überprüf mal für dich deine Hausaufgabe und das möchte ich jetzt, dass du mal ganz realitätsfrei, ganz entspannt rangehst. Wo würdest du in deinem Leben wirklich gerne deinen Kopf durchsetzen? Wo würdest du endlich mal so leben, so sein, dich so zeigen, wie du wirklich bist? Das ist ein erster Hinweis. Welche Strategie fährst du stattdessen? Was passiert? Was tust du, wenn du diese Kopfschmerzen, dieses Migräne-Thema hast? Dann ziehst du dich zurück. Also Rückzug ist eine deiner Ideen. Auch wenn du jetzt vielleicht sagst, boah, nee, also der Uwe Pettenberg, der weiß ja gar nicht, was für ein Schmerz ist. Natürlich weiß ich, auch ich habe tatsächlich schon ein paar Mal Migräne in meinem Leben gehabt. Das ist sehr unwitzig, aber die Aktion dahinter ist Rückzug, ist Ruhe. Also vor was musst du dich schützen in deinem Leben? Vor was musst du dich zurückziehen? Für was bleibt dir nur noch das Mittel des Kopfschmerzes und der Migräne, um dich zurückzuziehen? Also das wäre so deine Hausaufgabe. Ja,
Wenn du nicht weiterkommst, dann biete ich dir von Herzen gerne an, dass du auf meine Homepage pettenberg.de gehst. Auf dem Terminkalender gibt es immer 20 Minuten Termine, die du buchen kannst, mit mir in Kontakt trittst und dann nehmen wir uns Zeit für dein ganz persönliches Anliegen. Auch wenn du kein Format, kein Coaching bei mir buchst, ich bin herzlich gern für dich da. Ich freue mich auch immer wieder über neue Kontakte und neue Erfahrungen und das seit knapp 20 Jahren als Coach. Ich freue mich sehr darüber. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Daumen nach oben zeigst und wenn du das Video natürlich weiterempfiehlst und diesen Kanal abonnierst, denn da kommen immer wieder jede Woche neu, am Dienstag um 12 Uhr neue Videos, neue Newsletter, neue Podcasts. Und wenn du hier diesen Podcast hörst, nicht das Video siehst, dann freue ich mich iTunes über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Und natürlich, wenn du jemanden kennst, der das Thema auch hat, der auch Kopfschmerzen, Migräne oder andere Symptome hat und mit mir Kontakt aufnehmen möchte, freue ich mich über eine Weiterempfehlung von Herzen gerne. Danke, dass du mit dabei warst und ich freue mich über den Kontakt halten. Über pettenberg.de kannst du auch meine Newsletter kostenfrei anfordern, der dich jeden Dienstag um 12 Uhr informiert, was es Neues gibt aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterfahrung. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, hoffentlich viel Erkenntnis und vor allen Dingen Gesundheit. Alles Liebe für dich, bleib oder werde gesund.